Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren. Ja, zum Thema Aktienlust. Mich hat es heute verschlagen zur Lufthansa, und zwar in die Halle, da wo die A380 stehen. Eine Wahnsinnshalle, muss man sagen. Und hier präsentiert sich natürlich die Lufthansa ganz klar. Ja, der Anlass war heute die Vereidigung von jungen Polizisten hier am Frankfurter Flughafen, die natürlich für Sicherheit sorgen. 340 junge Menschen wurden heute vereidigt, und da habe ich natürlich schnell mal die Gelegenheit genutzt, natürlich auch mir diese Halle mal anzuschauen. Ja, sensationell, alleine 3 Stück von diesen A380 passen hier in dieser Halle hinein. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß diese Halle hier am Frankfurter Flughafen ist. Ja, apropos Lufthansa, schauen wir uns mal die Aktie an. Ist ja in den letzten Tagen wieder ein bisschen nach oben gekommen, hat ja vor allen Dingen im Jahr 2017 einen sensationellen Move gehabt, muss man sagen. Lag ja teilweise unter 10 Euro, hat sich dann bis nach oben gearbeitet, 30, 31 Euro vom Hoch her. Naja, und jetzt haben wir gewisse Analystenhäuser, die durchaus sagen, Kursziel von 31 Euro ist nach wie vor für die Lufthansa noch drin. Ja, jetzt haben wir heute ein paar kleinere Streiks des Unternehmens Verdi, aber die werden de facto der Lufthansa großartig nicht schaden. Gerade hier am Drehkreuz Frankfurt ist natürlich die Lufthansa das Unternehmen, was die meisten Passagiere befördert. Das Ganze natürlich ganz klar unter der Obhut der sogenannten Fraport des Frankfurter Flughafenbetreibers. Auch diese Aktie ist im Prinzip mal für Sie im Nebenwertesegment sicherlich einen Blick wert, weil alleine im letzten Jahr wurden hier über 60, 64 Millionen Passagiere abgefertigt, und der Trend zum Fliegen, der geht natürlich ganz klar weiter. Also von daher auch die Fraport-Aktie sicherlich mal einen Blick wert. Wie gesagt, die Lufthansa aktuell versehen mit einem Kursziel von 31 Euro. Da wären noch so 3, 4 Euro aktuell zur Stunde dementsprechend drin. Aber vielleicht die Lufthansa dahingehend auch ein Langfrist-Investment, gerade für die, die natürlich den Vermögensaufbau mit Aktien betreiben. Also muss ich sagen, hier Lufthansa innerhalb des Frankfurter Flughafens in dieser Wahnsinnshalle, gerade der A380, auf jeden Fall mal einen Blick, vielleicht sogar eine Reise wert. Das war's ganz kurz von Mick Knauf, unterwegs natürlich nur für die Aktienlust.